Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen 90 Sekunden Buchtipp für euch. Das bedeutet, ich stelle euch ein Buch in sehr kurzer Zeit vor und hoffe, ich kann euch ja neugierig machen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Kanal für weitere Buchtipps und Leseinspirationen in eurem Alltag abonniert. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit dem heutigen Buchtipp. Heute möchte ich euch If This Gets Out vorstellen. Das ist ein queeres Jugendbuch, eine Liebesgeschichte und es geht hier um Zack und Ruben. Sie sind beide Teil einer erfolgreichen Boyband und ständig unterwegs. Insgesamt sind es vier, sie kennen sich schon seit Jahren, sie sind quasi durch dick und dünn miteinander gegangen. Nach außen hin ist alles sehr, sehr positiv, sehr freundschaftlich, sehr festgelegt vor allem auch. Also alle vier haben jeweils eine Rolle, also der Spaßvogel, der Flirtige, der etwas, der perfekte Schwiegersohn quasi. Jeder der vier erfüllt eine bestimmte Rolle und da werden sie auch sehr stark hineingepresst und natürlich sind sie auch nach außen hin alle hetero. Ruben ist schon länger geoutet in der Gruppe als schwul, aber natürlich darf es nach außen hin niemand wissen. Sein bester Freund Zack ist nach außen hin hetero, nach innen weiß er es selbst nicht so richtig und ja, jetzt entstehen dann Gefühle plötzlich zwischen Zack und Ruben. Insgesamt erzählt die Geschichte davon, innerlich zu sich zu stehen, innerlich zu sich selbst zu finden, aber sich auch ja, gegenüber anderen Menschen nach außen hin zu behaupten. Teilweise muss ich sagen, war es mir an einigen Stellen doch ein Tick zu viel Drama und auch Naivität. Im Buch werden die Charaktere als etwa 18 Jahre alt beschrieben. Ich finde aber, von dem, wie sie handeln, was sie tun, wirken sie teilweise deutlich älter, also mehr so wie Anfang 20. Und ich finde, das hätte dem gesamten Buch auch irgendwie besser gestanden. Die Geschichte ist sehr humorvoll, sehr emotional, also man wird stark mitgenommen. Wobei ich mir doch auch gewünscht hätte, ein bisschen mehr über einzelne Figuren zu erfahren, da mir das ein bisschen flach geblieben ist. Insgesamt also eine unterhaltsame Geschichte, aber ich glaube tatsächlich eher für jugendliche LeserInnen geeignet als für mehr in mein Alter, sage ich mal, weil ich mir dann da doch ein bisschen mehr vorgestellt hätte. Nichtsdestotrotz ein Buch, was ich sehr gerne gelesen habe und was sich auch in einem Rutsch weglesen ließ, also sehr unterhaltsam. Da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen, dass es sich irgendwie zieht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so ein Buch in der Hand hattet, wo ihr dachtet, das Alter, wie die Leute im Buch beschrieben werden, passt irgendwie nicht zum Alter, wie ihr sie euch vorstellt oder wie sie anhand ihrer Entscheidungen wirken. Das würde mich mal interessieren, ob euch das auch schon mal begegnet ist. Ja, dann möchte ich das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir beenden es an dieser Stelle. Aber falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Ich habe auch einen Buchblog, auf dem ich ein bisschen ausführlicher zum heute vorgestellten Buch berichtet habe. Kann ich nur empfehlen, falls ich euch neugierig machen konnte, da mal reinzuschauen. Könnt ihr einfach nochmal vielleicht ein bisschen besser differenzieren, ob das Buch etwas für euch ist. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.